Lohnt sich es, die mal einzuschalten hier. Das drin kann man machen, aber krass. Das ist halt Resident Evil, ne? Aber richtig. Das ist richtig Resident Evil. Okay. Oh, guck mal, mit Showview sogar. Das war alles in seinen Regalen von ja. Aha. Penner hat alles draufgezogen. Das ist alles drin, alles. Ja, ja. Ich bin nicht mal und du. Ja, ich guck mal, ob es was Interessantes gibt, aber. Was sind das für Tabletten? Oh, es war ein Reha-Zentrum. Aha. Du wirst überall Tabletten finden. Wo ist mein Rucksack? Du hast gar keinen Rucksack dabei gehabt. Ach, das ist wirklich in die Tasche. Ich wollte hier gucken. Aber was haben wir hier noch? Dokumente? Unterlagen. Ach, du bist doch schon am Anfang, ne? Ja, 95. Ja, Personalsitzung. Ja. Oder mit Textmarker. Herr Merkel. Donnerstag, Grillabend. Hotel und Therapie, 21 Personen. Ja. Boah, Rockrunde. Des Weiteren. Okay. Ja, okay. Schön. Nicht schön. Hätte ja jemand mal aufräumen können hier. Ah, hier gibt es so einen Öltank. Da gehen wir gleich zum Schwimmbad. Ach, das ist ja cool. Okay. Ach, hier geht es zum Schwimmbad. Das ist die Untergrundanlage. Ja, geil. Also hier kommen auf die Polen her und holen das Kupfer raus. Ne? Aha. Wir kommen hier echt her und zippeln aus den Leitungen das Kupfer. Okay. Hier geht's weiter? Ja, mein Gott. Bin ja mal gespannt. Ah ja, da hinten, okay. Verwinkelt, ne? Oh, jetzt wird's interessant, ne? Pass aber, halt, komm zurück. Ja, oh ja, ich sehe es schon. Und Vorsicht, Stromkabel von oben. Nimm. Hä? Ah ja, okay. Gut, super. So, gehst du vor, oder? Ja, ich. Du kennst dich einfach besser aus. Ist kein Strom drauf. Auch ein bisschen laut, ne? Ich überlege, was die Maschinen hier drin noch verletzen. Hier geht es um die Technik von einem Swimmingpool. Komm mal mit. Ja. Guck ich. Oh ja, schön. Hammer. Seepferdchen, ne? Überall stehen die Lernlöcher rum.
Na, wir hatten da sein Morgenschiss verrichtet. Überall. Okay. Noch höher. Wie viele Stockwerke hat es denn eigentlich? Ah, jetzt können wir von da oben noch reingucken. Das ist schön. Das ganze Ding ist ja. Puh. Arbeit. Nein. Das steht hier auf der Liste. Na, da ist mein Besteck her. Wo war das mit der Tischtennisplatte? Ah, das kommt noch. Das kommt noch. Das sieht aus hier. Das war am Anfang wirklich normal eingerichtetes Lokal. Zapfanlage. Aufzug. Voll ausgestattet. Und eigentlich setzt du hinter der Speisekarte und spielst Klavier auf der Speisekarte. Hm. Da haben sich echt welche hier ausgetobt, gell? Was hast du da gespielt? Ja, klar. Tja. Hm. Jetzt habe ich noch was gesehen. Ah ja, da muss man echt aufpassen, ne? Ja. Nicht, dass da jemand noch unten liegt. Ah. Alles ausgeräumt, ne? Toilette. Immer auf Toilette, ja. Gregor? Hm? Wollt noch wissen, wo du bist? Hm? Wo steckst du? Was ist das? Ah, Vasen. Ja. Hier liegt er. Ja. Zimmer war in Ordnung. Ja? Ja, alles war von der eineinhalb Jahre in perfektem Zustand. Mhm. Ich frage mich einfach, warum die letzten 25 Jahre vorher nicht, ne? Ihr scheiß Junks hier! Sekunde! Was ist denn das bitte? Ein. Oh, hört sich auch jemand an. Seriell. Büro eingerichtet hier, ne? Oh, Tresor. Ich liebe Tresore. Prüfung zum Direktkoch habe ich durchgemacht.
Diskette. Nicht rare. Ah ja. Da unten ist noch die komplette Serverplanung auf NT4-Basis. Da ist unten ein riesen Ordner, wie das geplant hat, für Tausende von Mark. Okay. Also das war hier ein gut vernetztes Haus. Mhm. Und in dem Weiter unten ist was drin. Guck mal, Betriebsbuchgeschränke. Hier aktuell Köln. Oder wer ist Boris? Was? Boris Becker oder wer ist da gemeint? Genau, mit dem rede ich. Ah, hier ist noch ein Schlüssel. Schmuddel. Nicht mal Schmuddelheftchen. Deutsche Autokarte. Oh, Vorsicht, sterben. Na, guck mal, 200 deutsche Mark habe ich gefunden. Und da liegen nochmal welche. Gefälschte 200 deutsche Mark, hinten dran mit Schwarzwald Hotel. Ach, guck mal, den kennen wir doch. Profitech, ne? Guck an. Guck mal, Profitech. Und der Tankwagenfahrer Weber ist auch noch mit dabei. Tja, dann. Ist das hier? Vorsicht, sterben. Kaffeehaag. War damals noch angesagt. Ne? Alte Gastrozettel. Puh. So. Auch ein gutes Gestell für einfach den Schreibtisch, was? Guck mal, da liegen sogar noch mehr 200 Mark Scheine. Diese Schubladen. Wo wächst denn die noch her? Hä? Diese Schubladen. Ja, Klassiker. Aha. Okay, dann mal weitergehen. Gibt's einen Raum, in dem du noch nicht warst? Nein. Okay. Wie geht's mal da hinten hoch, laufen zurück und dann hat mich auch wieder. Wir gehen jetzt zum Kegelbahn. Oh ja, Kegelbahn ist geil. Cool. Kann man auch hinten reingehen? Ja, klar. Ja, das soll ich auch machen. Was? Wo? Ja? Puh. Ja, das schauen wir uns mal an, ne? Wegschleppt. Ruhe in Frieden, ne? Mhm. Rest in peace, mein Junge. Das ist ein ganz überall. Die stehen in jedem Zimmer. Ganz sogar. Ich sehe was. Das ist ein gute Alter, die sind aus Holz und nicht aus Pressspan. Zimmer 406. So, mal schauen, was im Zimmer 420 ist. Na, 405. Ich zeig dir mal kurz noch mein Zimmer. Mal gucken, ob da eine Scheibe drin ist oder nicht. Aha. Ah, hier ist das Fenster, links offen sogar. Vorsicht! Ich habe ein Erste-Hilfe-Dings dabei. Verband und Co. Geht's? Ich habe ein Glas in der Hand. Oh Mann, ey. Oh, komm, die hat ja alles kaputt gemacht. Hm. Das war dein Zimmer?
Ja, da lese ich übrigens gerade Benutzerhandbuch für Microsoft Word. Ah ja, okay. Oleg, was ist hier passiert? Tiere? Nee. Was? Hm? Hier sind die Bettkissen gelagert gewesen. Entdeckt. Aha. Heizung. Was hast denn du für ein Überlebenspaket dabei? Hast du Pflaster dabei? Ja, ja, Moment. Sinn. Oh. Ist nicht, aber ich möchte es hier drin nicht mit verarzten. Ich möchte auch ehrlich gesagt hier im Hotel ungern meine DNA lassen. Gib mir aber irgendwas. Ja, ich gucke gerade, ob ich überhaupt nur ein Pflaster habe. Ich wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Ja, ja, ja. Einmal das. Ein bisschen Dreieckstuch drumherum. Kannst du auch nehmen. Ja. Komm, ich muss. Jungfräulich. Boah, das blutet aber echt wie Sau, hey. Ah, cool. Na, mehrmals. Aber mehrmals umwickeln. Zickel die, zackel die. So, vorne an. Bum, bum, bum. Was ist? Geht doch. Was ist das? Das reicht? Ja. Guck mal, ich bin schon fertig. Ja. Damit du mir nicht verblutest. Schon wieder Kissenschlacht hier. Was ich mich eigentlich frage, warum die ganzen Feuerlöscher hier rumliegen. Ne? Warum was? Weil man sieht oder war doch wobei hier. Weil man mit Feuerlöschern super rumsprühen kann, das macht super Spaß. Ja. Ja, man schmeckt es auch vom Salzgehalt hier ein bisschen. Ich habe einen Molotow gefunden. Steht drauf, Molotow, Burner Chrome, Sprühfarbe. Meinst du, geht noch? Hallo, Fahrstuhl. Ach, ist hier das Lager, oder was? Nö, du weißt, das Lager hast du nicht. Wo ist denn die jetzt schon? Ach, die waren, ne? Okay. Bis vor einem Monat alles voll mit. Für Mittwoch, den 6.3.96, empfiehlt unser Küchenchef. Ja, da hinten geht es in den Pflegebereich, sage ich jetzt mal. Okay. Also, das war hier ein. Telefon? Mitglied, also, das war ein Hotel, aber. Also, Tina hat es ja auch kennengelernt durch. Ihr Vater kam hierher, weil der. Lunge zu reinigen. Mhm. Auch gutes Bett. Ja, gibt ja nur. Wolltest du nicht noch irgendwelche nähe Badevorhänge? Ist ja auch schick, ne? Ja, das sieht aber halt nicht aus, ne? Ist halt nicht schick. Ach, guck mal. Oh, hier kommt mein Lion's Chair. Mhm. Hier war ein Solarium drin. Ah ja. Vor einem Monat. Mhm. Ist weg. Okay. Wow, ist aber lebt kein Satz im Bild. Großes Mensch, ärgere dich nicht, ja? Ja, klar. Aufklapper. Aha. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, sogar der Arme. Terratel GmbH. Mhm. Medizinischer Dienst KH Krankenhaus Militär. Hm.
Arbeitsvertrag zwischen... Halt, 3,9. Was? Arbeitsvertrag sogar. Unvergängliche deutsche Ballade. Oh, hier ist schon noch einer. Das war ein Lions-Chat. Der muss eigentlich irgendwo runter. Den will ich haben. Aha. Unvergängliche deutsche Balladen. Cooler Sessel, ja, definitiv. So, und ah, ja. Das Lager hinter. Aha. Können wir die Sachen, die soll man jetzt das Zeugs hierher erstmal hier lassen? Ja? Okay, ich die Decke auch mal hin. Ich check hier gerade nicht so ganz, wo wir sind. Ah, schön sein, dass hier vielleicht auch das Sonnenschein ist. Ah ja. Ah ja, okay. Hast dich nur im Raum vertan. Ja, sowas jetzt schon hängt. Du weißt, was die Maschine kostet. Mhm. Da unten gibt es. In dem Bereich, wo wir jetzt drin sind, das Infektionsmaschinen, wir haben noch niemals irgendwann einen Stromstecker gesehen. Aha. Sag ich dir kurz. Aha. Und dann gehen wir. Ja? Und Leute, ja. Anderes Gebäude noch, oder? Ja, du, das ist ja auch für ein, also, da müssen wir ja schon mehrmals hin, denke ich mal, von der. Das geht nicht einfach. Ich kenne es ja noch gar nicht, mein Lieblingsbereich, komm mit. Mhm. Jetzt gehen wir erstmal in den Versorgungstrakt und da, wo richtig Resident Evil spielt. Mhm. Ist natürlich auch Paintball-mäßig hier ganz witzig, ne? Ja, wenn du irgendwo mal eine Paintball-Kugel sehen würdest, ja. Ein großes. Nein, ist nicht wahr. Nein. Es ist alles. Nein. Es ist alles da und ich kotze so drauf. Wow. Ich guck dran, diese. Da hinten ist ein Kombi-Dampfer. Langsam, langsam. Ich bin erst bei den Kochtöpfen. Das ist vor allem mal richtig, richtig, richtig Asche, was hier rumliegt. Hallo? Da musst du einfach nur mit einem Auto herfahren. Ja. Was weißt du, was für ein Kipper kostet? Na jo. Ein paar tausend Euro. Na jo. Und der passt immer noch in die Standardvorrichtung. Jetzt garantiert ja auch noch. Ein Kombidampfgarer. Kombidampfgarer, mhm. Okay, auch gut. Zum Glück habe ich einigermaßen gute Schuhe mit guten Sohlen an, du. Aha. Hansdampf. Hansdampf, Kombidampfgarer kostet. Etliche. Mhm. Du bist bei 10.000, würde ich sagen. Das war halt noch ein klassischer von früher mit. Ja, und jetzt? Ja, funktioniert ja. Ist ja super. Ob der funktioniert, ob er nicht funktioniert, dann nimmst du dir einen, der das Ding restauriert. Ja. Guck mal hier, guck mal das an. Guck das an, guck mal an. Tiefe Maschine. Guck mal, was du damit machen willst. Was ah, da für Turbinen drin sind. Das ist ein Fleischwolf. Das ist ein Fleischwolf für aber die große Geschichte. Die große Wölfe. Wölfe. Und da sind die Aufsätze, da kannst du alles wolfen. Da kannst du backen, da kannst du wolfen, ja. Da kannst du. Mach mit dem Fleisch, warte mit. Hm. Tee? Nee, Kaffee. Tee. Es riecht auch komisch hier, ne? Was ist das? Jetzt, Buchi, das, wenn wir in die Kühlhäuser gehen, aha, dann gehst du da rein. Und, das, ja. Und hier, man könnte jetzt dieses Kühlhaus zumachen, was? Ach so, du hast aber innen und außen jemals zum Offen zu machen. Ja, aber, you know what I mean? Was kostet sowas? Heidelbeeren. Muss das so sein? Ja, ja. So, das muss man. Noch mal einer. Die ganze und dahin geht es noch mal in die Kühlkammer, ey, Alter, da kannst du hier. Und hier wieder eine. Boah.
richtig schön mit dem Fleisch erhaken. Ne? Mhm. Na gut. Bah. So, jetzt muss ich hier ganz kurz mal. Aha. Schokokuchen. Mhm. Ach ja, mal. Teller ist auf jeden Fall gut. Das war voll. Ja. Guck mal, das ist mein Hut. Den müssen wir hier liegen lassen. Und so sieht der Hut jetzt aus. Mhm. Mit Schimmel überzogen. Mhm. Hier drin, da hinten, aha, liegt wahrscheinlich immer noch ein Paket auf dem Boden. Aha. Ich habe gedacht, hier ist Drogenübergabepunkt. Ja. Perfekter Punkt, um Leute Drogenübergabe zu machen. Ja. Ah ja, logisch. Oh, und das ist weg, komischerweise. Links lag auf dem Boden so ein Kilo schweres Paket. Es ist nicht mehr da. Warum hast du nicht aufgemacht? Ich habe es aufgemacht. Und? War kalt, war tiefgefroren. Tiefgefroren? Ja. Es war platziert hier. Ich glaube, es war ein Kilo Kokain. Nein. Doch. Was ich gemacht habe? Hm? Zu dritt sind wir hier drin und haben verpisst. Ja. Verstehe. Ich mit jemandem anderen, der nee, 40.000 Euro sucht? Nee, definitiv nicht. Ich auch nicht. So schlau bin ich dann doch auch noch. Genau, hier lag ein Paket und ein bisschen reingekommen. Und das war tiefgefroren. Mhm. Weißt du? Nicht kalt vom Boden hier, und zwar im Sommer. Mhm. Wir waren im Sommer hier, sehr tief gefroren. Mhm. Okay. Hier die Maschinen, das ist noch so. Hier ist absolut, das ist so der, das sieht ist mal Disco. Ja, sieht halt. Hier ist Disco. Fast nichts, auch zum Stromkabel. Das ist eine Papierschneidmaschine, oder sowas in die Richtung? Irgendwas die Maschine im Weißen. Jetzt kommen wir in den Resident Evil Bereich. Okay. Ja. Jetzt würde ich aber auch würde empfehlen, wenn du sie noch hast, jetzt eine Maske aufzuziehen. Yep. Okay, also let's go. Das ist die Kegelbahn. Ach so. Oh nein, hey. Voll Hongs. Ja. Ja. Das hört sich schon fast nach einem richtigen Spiel an. Ja, vor allem hier, die hier, sind die vollständig? Nee. Nee. Aber die Maschine ist da. Ach, die Maschine, zeig mal das nur rein. Mit Strömung. Ah ja, schön. Aha, oha. Und hier Rücklaufband für die Kugel. Komplett erhalten mit Motor. Aha, oha. Und das sind diese, jetzt sieht man das mal in echt, ne? Den Seilen. Schon cool. Bissle. Ja, Technik halt. Aha. Inge? Ui. Und das ist das, warum wir eine Maske tragen jetzt. Aha. Schau es dir an und dann weißt du warum. Ah ja. Okay. Ja, ja. Deshalb tragen wir hier Maske. Kann man nie wissen. Sie ist nicht in die Spur rechts oder links rein. Aha. Das hat man gehört. Ja, man sieht es auch an der Decke.
Küche, da komm mal her. Hier komm mal her? Ah ja, okay. Kopiert. Jetzt gehen wir ins Lager und dann hören wir auf. So, für heute, glaube ich, haben wir es ganz gut. Ja. Ah, hier ist der Fahrstuhl. So, jetzt komm mal her. Ja. Ich dachte, jetzt zeig ich. Spinde. Jetzt zeige ich dir mal, wo richtig Geld steht hier. Aha. Also das sind die besten Laken, die es überhaupt auf der Welt gibt. Alles voll hier damit. So. Riesen Waschmittelkisten. Hinten links. Ein Waschmittel brauchst. Nein, hinten links. Hier sind wir hinten links. Guck mal, hier hinten links. Da hinten links. Und was wohl hier? Nigelnagelneu. Nigelnagelneu. Aus den 90ern. Ultraschall-Reinigungsmaschinen. Ach nein, nein. Ach nein. Und die hatten hinten noch nie ein Stromkabel dran. Okay. Abluftbügelraum. Hallo, ist ja. Ne? Muss ja irgendwo in die Luft. Oh, noch jemand seine Hut hier gelassen. Aha. Noch neue Waschmaschine hätten wir auch schon mal anbräuchten. So, jetzt kommen wir jetzt hier rechts. Technik? Das ist, glaube ich, als Technik. Ja. Oh. So, das war, als ich zum ersten Mal rein bin, als wäre hier nie ein Mensch gewesen. Und jetzt hauen die Leute das kaputt. Das ist unglaublich. Überleg dir, was du hier alles Geld hier verdienen da kannst. Überleg dir das. Du kannst das Zeug im Fünferpack verkaufen. Das ist Porzellan. Guck mal hier, Keller. Ja, ich weiß es. Da oben. Hier ist Zeug drin, das kannst du dir vorstellen. Pizzaholzbretter. Ja. Die sind verschüttet, aber wenn du die dreimal durch die Waschmaschine jagst und in den Tiefkühler legst, dann sind die auch wieder gut. Ist so. Abschleifen, schön machen. Guck mal hier auf der anderen Seite. Das sind hier, was würdest du zahlen im Laden für so ein Ding als so ein Ding Service, auch, dann als Mittelung oder was? Verstehst du, was ich meine? Ja. Ein bisschen besser. Ein Siebträger. Dreifach. Weißt du? Mhm. Kommt aber übrigens in. Oh, da hinten, was ist das denn? Das Gastgewerbe von 95. Und das ist diese Lost Place Regel. Aha. Du gehst auf ein Lost Place. Du darfst nichts kaputt machen und nichts mitnehmen. Und jetzt gehen wir hier rein und jetzt kommen wir in den Konferenzraum. Ein Mikrofilm. Das ist ja kaputt gemacht, die Wichser. Da vorne ein Mikrofilmautomat. Da kannst du Mikrofilme abspielen. Hier. War intakt. Konntest du vorne Mikrofilm und Zeug reinlegen, hinten Lampe, dann hast du es durchscannen können. Ja, darf ich aufpassen? Ja. Extremer Schimmelraum, extrem schlimm, Spinnen, extrem Tiere, extrem hier? Schlimm hier drin. Ja, ganz schlimm. Hier nur da hinten eigentlich, was ist das da hinten noch? Wirklich, hier reingehen. Müssen ja nicht alles sehr machen. Sehr uninteressant. Nee. Hier, zweites Lager. Aha. Hast du eine Toilettenschüssel, ein Spülbecken? Egal, was du auf dieser Welt haben willst, ne? Alles da. Alles da. Was ist das denn?
Und? Was? Wie viel? 94 wiegst du? Ja. Ich wieg mit Rucksack 75. Guck dir das an. Ja. Ist das hier Lampen, ne? Das sind die Lampen, die überall hängen. Für Decke, genau. Ja. Überall, alle so wie so ein Hausmeister. Lager, ne? Da hinten, was dann immer so. Von denen habe ich schon tausende. Aha. Kinderbett, ne? Du. Ich lass mal einen Spalt auf. Ja. Mhm. Hier sind die ganzen Unterlagen, die ganzen Mitarbeiter. Aha. Und jetzt kommen wir zu diesem Trainingsraum. Der Sportraum hier. Okay. Sieht nicht mehr so schlimm aus, aber das Ding war weiß überzogen. Mhm. Weißt du? Mhm. Also es war ein Tag davor nicht so. Das ist halt schon mies, ne? Das ist schon echt mieser Schimmel. Aber du kannst hier immer noch strampeln, das geht nicht so weit. Die komplette Station hier funktioniert. Da fehlen nur die Zugzahlen. Ein paar hundert Euro mehr. Hier hinten. Guck dir das an für dich. Ein Rückenabrubler. Ah nein. Der guck an. Da hebst du deine Füße oder deine Wirbelsäule dran und kannst dich damit abprobieren. Mhm. Na, you know what I mean? Ja, ja, ja. Steht halt hier. Ist einseitig ein bisschen blöd, aber ich fühle mich auch irgendwie nicht so leid. Mhm. Machst du gut. Hier läuft es schon ziemlich dicht. Da waren wir, genau. So, machen wir gleich. Feierabend. Feierabend für heute? Ja. Das ist ja auch geil auf ihn. Überlegen, wir sind keinem begegnet. Das ist mein. Waren bestimmt schon ein paar hundert Leute hier. Ja.